Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Also einen Kühlschrank, der auf 12 Volt läuft. Der WL93, das ist der Nachfolger vom WL91. Der ist hier noch im Katalog drin, 2022. Der 93er ist der Nachfolger. Ist ein bisschen anders im Maß, aber das ist sowieso ein freistehender Kühlschrank, unten eine Gemüseschublade. Wir haben Licht drin und auf der Rückseite sieht der Kühlschrank so aus. Wir haben ein Kältemittel R600A, das ist also ein natürliches Kältemittel mit einem GWP von weit unter 150. Wir haben einen Deckup-Kompressor, also der beste Kompressor, den es momentan gibt auf dem Weltmarkt. Und dieser Kühlschrank hat den Wärmetauscher für die Wärmeabfuhr hier in dieser Seitenwand. Also beide, links und rechts. Ich kann diesen Kühlschrank also nicht einbauen. Ich darf den nur freistehend brauchen in einem Gartenhäuschen, Schrebberhaus. Ich kann den natürlich auch ins Wohnmobil machen, nur ich habe keine Türverriegelung, die Türe hält nur über die Magnetdichtung. Also das Gerät ist konzipiert für Ferienhäuser, Berghütten und so weiter. Da, wo kein Strom ist. Aber dieser Solarkühlschrank, der kühlt nicht, wenn ich den nur an die Sonne stelle, sondern ich brauche für diesen Solarkühlschrank noch zusätzliche Installationen. Ich brauche dazu eine Batterie. Wir empfehlen für solch einen Kühlschrank eine Batterie, eine 100 Amperestunden Batterie, und somit kann ich diesen Kühlschrank etwa 4 bis 5 Tage betreiben. Also auch eine Schlechtwetterperiode kann ich mit dieser Batterie den Kühlschrank durchbetreiben. Nur der Kühlschrank, die Batterie muss mal irgendwann geladen werden. Und hier im Katalog drin sprechen wir, dass wir hier 100 bis 120 Watt Peak brauchen. Das hier ist, ich sag mal ganz frech, ein 100 Watt Solarpanel. Das reicht für diesen Kühlschrank in den Sommermonaten. Im Herbst wird es dann schwierig, nur da ist da dann das Thema meistens, ich brauche den Schrebergarten nicht im Winter, dann wird der Kühlschrank ausgeschaltet und ich brauche das Panel nur noch für Licht. Wir können natürlich statt dem Panel, das 110 Franken kostet, auch ein Panel montieren mit 140 Franken, 130 Watt, also 30 Franken mehr Aufpreis, dann sind wir eher auf der sicheren Seite bei so einem Kühlschrank. Hängt immer noch davon, wie das Panel ausgerichtet ist, wo der Kühlschrank steht, wie viel Bier das ihr runterkühlen möchtet und so weiter. Aber mit dem Panel allein ist es nicht getan. Wir brauchen vom Panel hier diese Anschlüsse, brauchen wir ein Kabel, zum Beispiel sowas, das stecken wir hier ein und fahren damit in unser Häuschen. Und da haben wir diese Anschlüsse und da brauchen wir zum Beispiel einen MPPT-Regler. Beim PWM-Regler bräuchtet ihr aber etwa 30% mehr Solarzellen. Diese Regler hier verbinden und diese zwei Klemmen, hier hat es eine Sicherung, kommt auf die Batterie, rot auf rot, schwarz auf schwarz, ist relativ einfach. Und so habt ihr einen Kühlschrank, der funktioniert. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will da noch meine Kaffeemaschine betreiben, ich will mein Handy laden oder sonst irgendwas, dann braucht ihr einen Wechselrichter dazu für eine Kaffeemaschine 1500 Watt,
Zum Beispiel so ein Wechselrichter 1500 Watt mit Fernbedienung für die Kaffeemaschine. Und hier am Ausgang habe ich auch einen USB-Anschluss. Da könnte ich zum Beispiel mein Handy laden oder ein iPad oder sonst irgendwas betreiben. Und wenn ihr sagt, ja, nein, ich gebe noch 50 Franken mehr aus, dann kommt die Batterie weg und der Wechselrichter weg. Und setze mir so eine Batteriebox rein. Hier in dieser Batteriebox sitzt diese Batterie. Ich habe also die gleiche Kapazität, aber ich habe hier zum Beispiel direkt den Wechselrichter drin. Ich habe den USB-Anschluss. Ich kann hier auch Zigarettenanzünder 12 Volt rausnehmen und hier drüben den Kühlschrank und das Solarpanel einstellen. Jetzt sagen Leute, ja gut, dieser Kühlschrank, der kostet nach Katalog, den hat man hier drunten, 900 Schweizer Franken. Das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig, das ist ein 12 Volt Kühlschrank. Der kostet mehr als ein 230 Volt. Ein 230 Volt kriegt ihr jetzt, ich sag mal, für 200. Das sind also 700 Franken, die ein Haushaltskühlschrank weniger kostet. Nur, der Stromverbrauch, den Haushaltskühlschrank könnt ihr hier über den Wechselrichter hier anstecken, hier auf der Seite, oder auch diesen Wechselrichter hier, wo ich vorgezeigt habe. Nur, ihr habt ja denn den Wechselrichter, da könnt ihr auch einen 220 Volt Kühlschrank betreiben. Nur, das geht nicht auf. Weil über den Wechselrichter, der dann immer laufen muss, dass der Thermostat läuft, brauche ich eine permanente 230 Volt Versorgung und dann braucht dieser Kühlschrank doppelt so viel Energie. Das heißt, ich brauche eigentlich, dass ich die Autonomität habe für die paar Tage, fünf Tage, was wir hier haben, brauche ich eine doppelt so große Batterie. Dann kostet eine Lithium statt 900 Euro, kostet sie dann halt 1600 Euro. Das heißt, wir sind dann schon höher bei der gleichen Leistungszahl, wie wenn ich direkt einen 12 Volt Kühlschrank nehme. Und die Solarzellen, da reichen dann nicht mehr 100 Watt, da brauche ich mindestens 200, 250 Watt dafür. Die kosten auch wieder Geld. Und der Solarregler, gut, den wir jetzt hier vorgestellt haben, der hätte bis 300 Watt Leistung, man könnte den gleichen nehmen. Aber auch wenn dieser Kühlschrank viel teurer ist als ein Haushaltskühlschrank, ihr investiert das Geld dann halt in diese Solaranlage. Ich verlinke euch hier ein anderes Video über Solarkühlschränke. Hier unten noch was für einen Einspeiseinverter. Geht Richtung Balkonkraftwerk. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.